Aber die Schlacht um Mittelerde hat erst begonnen. Glück auf, meine Freunde, was geht ab? Ich begrüße euch hier jetzt zu Runde 17. Ghost vs. The Dark und Anthas ist mit dabei. Hallo. Und die Map war Forts of Calenduin. Ja. Das quasi sieht auf der Minimap aus wie ein Remake von Vor and Essen. Ist es im Endeffekt auch. Ja, und ich starte hier, starte die Zeit und sehen hier Ghost mit den Elben und The Dark mit den Orks. Ja, also ich denke, das wird ein ziemlich eindeutiges Spiel werden. Ghost ist der stärkere Spieler, ja, ist der stärkere Spieler, der im Mirror wahrscheinlich selbst gewinnen würde. Und dann hat The Dark auch noch Orks gegen Elben. Ja. Kommt der Rohstoffstaat. Obwohl Ghost da jetzt schon ein bisschen riskant ist, die so weit außen zu bauen, die Gebäude. Aber sollte er jetzt eine Kaserne bauen und Bogenschützen ausbilden, dann könnte der einen frühen Push hier abwehren. Er baut auch direkt, hat direkt zwei sogar in Auftrag. Ja gut, das ist ungefähr so, als würdest du einen Trupp Gondor-Soldaten in Auftrag geben, also ist okay. Wenn man aber stattdessen früher halt einen Gang bauen kann, ist halt, ja, ein kleiner Optimierungsfall. So, der nächste Baum, die Kaserne hier bei den Elben. Relativ klassisch. Wie sieht's mit Creeps aus? Waage, Trolle, Waage. Also quasi wie Creeps wie bei Fundus Season 2. Ja. Kommen die ersten Orks. Und da geht er auf Bogenschützen. Oh, er geht direkt auf die Krieger erstmal, der will wahrscheinlich dann auch herrissen. Mhm. Und ansonsten ist es ja auch so, dass die Lorienkrieger 2 oder 3 Ork-Trupps einfach auseinandernehmen. Oh, er hat direkt auch den. Da hätte er das gemacht, hat wahrscheinlich er vorher noch einen Baum in Auftrag gegeben oder so. Es, da an der Stelle schon, ja. Vielleicht hätte ich sogar direkt mit dem Bogenschützen gestartet. Also Verteidigung. Ja. Vor allem. Oh ne, jetzt sieht man es nicht mehr. Er hat ja gescoutet, dass er Orks als Gegner hat. Ja. Das heißt, er kann eigentlich kein Reiterstaat kommen, höchstens ein Spinnenstaat, aber gegen diesen Bogenschützen auch besser. Ja. Wovor sich Ghost jetzt halt wirklich in Acht nehmen muss, ist ein Spinnenreiter-Rush von Darky. Dass Darky halt jetzt guckt, dass er einfach ein bisschen Spam ins Feld bekommt. Und der Brunnen jetzt gerade hier notwendig ist, weiß ich nicht. Da hätte ich lieber einen Baum hingebaut. Ja, also der Brunnen ist an der Stelle verschwendet. Mhm. Vor allem die Halter ja nicht mal dran, die es nötig hätten. Ich meine, er hätte vielleicht sogar für die... Direkt zwei in Auftrag plus verbessern. Ja. Er hätte für die Kosten des Bruns vielleicht sogar einfach einen Trupp Mittelerde rausholen können, mit ein paar Zusatzressourcen und anfangen können zu creepen. Er hat 2 Waage in der Nähe, die er einfach mitnehmen kann. Ja. 3, wenn er dreist ist und bei Darky in der Flussbiegung creepen geht. Oh, wo sind die Krieger? Ghost macht das intelligent, er geht nach eventuellen Seitengängen scouten. Und da kam wieder die Weitsicht. Was macht er gerade mit seinen Baumeistern? Ein Baum. 2 sehe ich gerade gar nicht. Anstatt so viel in Auftrag zu geben, hätte ich lieber eine zweite Ork-Grube oder irgendwas anderes gebaut. Ja. Er hat jetzt hier 2 Bogenschützen drin und das sind ja schon 650. 3 Bogenschützen sind eine Spinnenhöhle. Eine Spinnenhöhle, vor allem wenn sie aufgerüstet ist, bringt am Ende mehr. Vor allem gegen Elben. Oh. Da kommt eine Kluft. Ja, er will wahrscheinlich dann mit Höhlentrollen rushen. Entweder will er Höhlentrollen oder er will hier Halbtrolle und hier Cream. Ja. Lang gerade so. Steht perfekt. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Und Ghost könnte an der Stelle schon pushen. 2 Schwertkrieger-Trupps, 2 Bogenschützen-Trupps, die machen so ziemlich alles fertig, was da stehen kann. Da ist der andere Baumeister. Was macht denn der gerade? Hat er Geld? 400. Bogenschützen Loriens, macht euch bereit! Baut er hier einen Baum? Okay. Noch ein Baum. Ja, okay, der Baum ist gut. Ich werde da vielleicht auch so langsam mal eine zweite Kaserne bauen. Aber das gilt eigentlich für beide. Die Orks könnten schon längst auf ihrem dritten... Ja, die Orks auf jeden Fall. Höfe sein. Jetzt hat er ihn wieder gescoutet. Ja. Beide sind aktuell noch ein bisschen inaktiv, wobei Ghost jetzt losrennt. Jetzt hat er gesehen, dass es keine Spinnenreiter gibt, jetzt geht er rein. Ja, er hat ein paar Sägewerke hier gebaut. Okay, er creept mit einem Troll. Jetzt bauen wir hier jetzt einen Turm, den würde ich nicht bauen. Weil die Lorienkrieger reißen den so schnell ein. Lorienkrieger sind doch nur stark gegen Rohstoffgebäude, oder? Also ja, die machen generell gut Schaden. Ja, okay, die kosten aber auch 360, die dürfen gut Schaden machen. Nee, speziell Rohstoffgebäude steht da nicht dran. Ich glaube, das sind gegen fast jedes Gebäude gut. Wenn da jetzt mehr klumpen würde, ja. Die Bogenschützen jetzt auf die Einheiten ziehen. Das waren 500 Rohstoffe, oder? Wie viel kostet der Turm? Sein, dass Türme inzwischen ein bisschen billiger geworden sind, vor allem bei den Orks, müsste man gucken. Hat er irgendwo einen Baumeister gerade, wo man gucken kann? Die Frage ist, wo ist der Troll hin? Oh, er hat ja auf Stufe 3 direkt geupgradet. Ne, das war nett. Er hat sich einen Haldir gekauft. Trolls sehe ich jetzt halt auch nicht mehr. Mal bitte bei Ghost in der Basis. Ich glaube, da ist ein blaues Pünktchen. Also Haldir ist da. Nee, Stückchen nach oben. Ah, hier. Da sitzt der Troll. Hier kann er noch einmal werfen. Ja. Also der Baum ist weg und wenn er den Troll in den Nahkampf nimmt, dann sind die Bogenschützen auch... Ah, der steht zu schnell. Auch ganz gut Schaden. Oh, er baut jetzt vom Düsterwald. Und ein Enting. Aber das ist mutig, dass er überhaupt nicht auf Speere geht. Der Power geht eiskalt darauf, dass Dark nicht auf Kavallerie geht. Ein Spinnenreiter-Trupp, oder sagen wir 2, würde durch diese Armee so durchrasieren. Das wäre schlimm. Das wäre sehr schlimm. Oh, 2 Riesen. Wenn er es schafft, hier Ghost seine Armee hier wegzulocken, dann kann da gut Schaden machen. Mhm. Aber spielen beide gerade etwas defensiv. Jetzt kommen die Spinnenhöhle. Yep. Ich hätte vielleicht sogar, weil ich ja weiß, dass er manchmal hier scoutet, die sogar deswegen weiter weggebaut. Ja. Er creept jetzt mit Haldir und Bogen. Haldir mit dem Bogen zu creepen? Nee. Oh, dass er seine Riesen jetzt so früh zeigt, ist eigentlich taktisch unklug. Ja. Also ich glaube, die Riesen könnten im Nahkampf da durchaus was machen. So im Sinne von einmal stampfen und die Schwertkämpfer sind weg. Ja. Aber die fallen halt sehr schnell durch die Bogenschützenmasse. Das sind einmal 3000 oder sowas. Na, doch, nee, nicht ganz 3000 Ressourcen weg. Oder wie viel kosten die Riesen? 1500? 1,1 glaube ich, ja. 1-1. Also sind das einmal 2000 Ressourcen im Arsch. Also, die Idee hätte unglaublich gut funktioniert. Darky hätte schlicht und ergreifend mit seinen Orksen mit dazu pushen müssen. Hätte er die Türme hier nicht gebaut, hätte er einen Gorkill und hier Spinnengrube Stufe 2. Ja. Das kommt auch nochmal erschwerend hinzu. Hm. Also von seitens der Dark schlechtes Ressourcenmanagement und ein bisschen schlechtes Einheitenmanagement. Er braucht mehr Einheitengebäude. Ja. Mindestens eine Orkhöhle mehr und ja. Na gut, er hat jetzt eine Kluft und eine Spinnengrube. Da ist halt auch die Frage, wenn ich weiß, dass der Gegner Elm ist, also ob ich dann zuerst auf Spinnen halt gehe. Das funktioniert zumindest für mich immer recht gut. Und jetzt kommen die Speere, jetzt ist es mit den Spinnenreitern auch schwierig. Ja. Also jetzt muss er die Spinnenreiter halt sehr gut positionieren können. Also ich würde an seiner Stelle hier mal creepen. Das wollte er ja mit Haldir machen und ist dann durch die Riesen unterbrochen worden. Ja, ein Pikentrupp und ein Bogenschützentrupp und dann sind wir so schnell weg. Ein Haldir im Nahkampf und das reicht. Und dann kriegt Haldir auch gleich seine Führerschaft. Ja, guck, jetzt bringen die Türme gar nichts. Ja. Jetzt müsste es der Dark ja eigentlich wieder abreißen. Ganz einfach, um seine... Ja, um sich da die Ressourcen ein bisschen zu safen. Oh, er hat jetzt auch Reiter. Und eine Schmiede. Und erforscht Rüstung. Keine schlechte Wahl. Und den brennenden Amboss, oder wie das heißt, den magischen Amboss hat er auch schon. Auf der Festung. Ja. Sieht man. Oh, mir jetzt interessant, da geht nämlich vor. Ah, jetzt hat er die Riesen halt auf die Armee geschickt. Alleine. Ja. Und seine eigene Armee steht halt einfach blöd in der Gegend rum. Die Riesen müssen halt im Hintergrund halt feuern. Ja. Wenn er die gegen die Armee einsetzen will. Sitzen mit... Er könnte sich eine zweite Fähigkeit kaufen, er bald. Er hat sich Tom geholt. Jetzt kommt der Rest. Bisschen spät. Und jetzt hat er halt auch Tom. Jetzt einmal Gift für alle einsetzen. Und das sind zwei Truppsreiter, die rennen da jetzt einfach durch. Ja. Und Dark hat Plünderer. Ups, bin ich ja weg. Was ist denn? Ja. Und da wird jetzt die Riesen noch an diese paar Mini-Einheiten verlieren. Und Haldir ist halt auch noch. Ja. Haldir hat jetzt Führerschaft. Jetzt wollte das Schatzlager. Das Schatzlager ist in dieser Situation eine absolut schlechte Wahl. Er müsste mehr Einheitengebäude bauen. Er braucht eine Armee, der muss ganz schnell eine Armee ausheben. Ghost könnte es sich wahrscheinlich leisten, einfach mit einer Handvoll Truppen mal so an den Seiten lang zu gehen und dort aufzuräumen. Mit den Reitern zum Beispiel. Ja. Könnte die ganzen Gänge hier einreißen. Die Piken gewinnen sogar gegen die Orkrieger. So, er saved jetzt seine gelevelten Einheiten. Und hat hier schon neue stehen. Er geht auch auf Silberdorn. Ja. An der Stelle ist das Spiel vorbei und im Prinzip der einzige Grund, warum das noch unentschieden enden könnte, ist, dass beide einfach viel zu lange warten. Er hat immer noch nicht gecreept hier. Und da sind die schweren Rüstungen auf der Kavallerie. Forscht auch gleich die Klingen hinterher. vielleicht. Also er hat ja vorhin die Rüstung erforscht, jetzt erforscht er die Silberdornpfeile, rüstet aus. Und dann haben die Orks einfach nichts mehr zu sagen. Hm. Wenn dann auch die Klingen kommen für die Reiter oder so, dann... Ja. Er hat dann mit den Reitern einen zu engen Bogen gezogen, die haben ja Momentum verloren. Aber er räumt halt auch gut auf und beschäftigt ihn. Und hat halt keinen einzigen Reitertrupp verloren, den er jetzt am Brunnen heilen lassen kann. Ja, auch wieder wahr. Ich frag mich, wann die Bannerträger noch kommen. Hm. Aber was er überhaupt baut. Ja, die Bannerträger sind bei den Elben halt so genial, weil Elben ab Stufe 2 Lebenspunkte regenerieren. Hm. Weil dann so Bogenschützen, die leveln halt von alleine auch recht schnell. Ja, aber bei den Pferden und vor allem bei den Nahkämpfern bietet sich's an. Ja, da schon, ja. Weil der eine Trupp hier ist fast 2. Was macht er jetzt? Zieht jetzt hier einen Trupp hoch. Will er hier vielleicht einen Troll creamen? Jetzt geht er wieder mit den Reitern vor. Das Beste dabei ist, fast keinem Wildtier wurde bei diesem Match irgendwie Schaden zugefügt. Na gut, jetzt sterben wieder ein paar Wale. Hm. Aber der eine Trupp ist jetzt Stufe 2 und heilt. Der andere ist zu 2 Dritteln Stufe 2. Jetzt frage ich mich natürlich auch wiederum, warum baut Sir Dark keine weiteren Piken? Hm. Also 2 oder 3 Trupps Halbtrollplünderer. Er baut nur Riesen. Warum? So, Haldir ist fast Stufe 5 jetzt. Ah, ich werde das nur mit Haldir einreißen fürs Level. Jetzt hat er kein Level gekriegt. Ja, das kriegt er auch so. Ne, wenn er den letzten Schlag... Kurz oder lang kriegt er es auch so und das ist jetzt nicht so, dass... Ja, nee, aber halt für diese Ruine halt. Der mächtig ist. Aber für diese Ruine halt hätte er halt sich das Level mitnehmen können. Ja, fair genug. Ja. Und er hat die geschmiedeten Klingen. Ja. Bannerträger noch nicht. Ja, jetzt eine Riesenerweiterung an der Festung. Jetzt sind das 6 Riesen. Wenn er die zum richtigen Zeitpunkt in die feindliche Base schickt, dann hat er Arschkirmes. Aber er baut jetzt halt auf der Seite auch schon Verteidigung auf. Wo sind seine Reiter? Da. Da sind sie. Den Reitern würde ich tatsächlich in die Richtung hier gehen mal. Einfach nur um sicher zu gehen, dass er sich da, dass da kein Trollangriff kommt und alles einreißen, was ich halt finde. Ich glaube nicht, dass der Dark da so explizit drauf spielt. Das werde ich aber zurückziehen, bevor die sterben. Ja. Oder hat er freie CP gebraucht hier und schickt jetzt einfach nur in den Tod. Dann würde ich die aber lieber in die Festung schicken, ja, um sie zu entlasten und die Rohstoffe zurückzukriegen. Jetzt hast du noch einen Trupp. Oder was natürlich auch wahrscheinlich ist, dass er einfach irgendwas anderes gerade gemacht hat, zum Beispiel da oben rechts sich um Sachen zu kümmern. Ich glaube, waren das hier die Riesen, die da gerade... gefallen sind. Wahrscheinlich. Und deswegen hat hatte sein Reiter nicht weitergemeint. Oh, Haldir. Haldir. Oh, jetzt hat er ausgerüstet hier, der Geld für Rüstung. Und, ja, Feuerpfeile, ja, aber Brustturm. Und ja, ich sehe Adler. Ja. Weil mit dem End im Hintergrund wird er jetzt halt die Festung einreißen können. Hier verliert er die Kluftstufe 3. Ja, gibt noch jetzt zwei Dings in Auftrag. Und wie schnell die halt sterben. Das sind ausgerüstete Truppen und da stehen 4 Silberdorn Düsterwaldbogenschützen. Ja. Gibt keinen Weg, wie die da nicht schnell sterben. Der Adler stirbt. Ja. Bringt sogar 300 Rohstoffe. Ja, der auch. Und mal schauen. Okay, es wird wahrscheinlich nicht mehr bis zu 30 Minuten gehen. Nee. Wir haben jetzt gerade die 20 Minuten Marke passiert. Hm. So, Dark ist jetzt komplett in der Defensive und das ist mit Orks immer schlecht. Jetzt hat er einen Trupp Spinnenreiter, der kommt halt viel zu spät. Viel zu spät und viel zu wenig. Könnte versuchen, vielleicht noch diesen Trupp hier rauszunehmen, aber... Ich würde die Spinnenreiter eher komplett nach rechts lenken und einmal durch die Düsterwaldschützen ziehen. Oder einmal durch die Piken. Oder einmal durch die Piken, natürlich. Der Bombardier ist gestorben. Mhm. Ja, jetzt rüstet halt seine Festung auf, aber es bringt halt nichts gegen die Ents. Ja. Also der Feuerdrache würde noch was bringen, aber der käme wahrscheinlich auch einfach zu spät. Mhm. Und er hat, ja. Es wird Zeit zu gehen. So. Das ist Baumbart. Baumbart. Da. Ja gut, mit 3 Ents und Baumbart und den ganzen Streitmacht, die da noch dazu steht, um die zu screenen, hat er da keine Chance mehr. Naja, der hat jetzt halt auch... Was er jetzt machen kann, ist weglaufen und zu versuchen, sich noch zu verstecken, aber 8,5 Minuten lang, oder sagen wir jetzt mal 5 Minuten lang, wird schwierig auf so einer kleinen Karte. Oh, er geht sogar auf den Drachen hier. Deswegen habt ihr noch rechtzeitig kommen. Hätte jetzt eigentlich in die Bogenschütze rennen müssen und nicht in den End. Macht er jetzt mit dem Spinnenreiter? Er lässt sie sterben. Ja. Aber das Drachenmonument ist da. Oh, so kann man auch creamen. Ja. Das ist so das Äquivalenzzug mit Kanonen auf Spatzen schießen. So, die obere Seite hier gehört komplett Ghost jetzt. Ja. Und ja, die untere Seite gehört ihm nur deshalb nicht, weil er keine Lust hat zu contesten. Das hat er Weitsicht eingesetzt, um wahrscheinlich hier mit den Ents drauf feuern zu können. Ah, und hier die Flut noch einzusetzen. Und jetzt könnte er da auch einfach mit seinen Speerträgern noch mit... nee. Ah, das eher nicht, weil die Stacheln... Ich würde ja genau die Speerträger jetzt hier lang und hier irgendwie auf das Gebäude. Und auf die Spinnenreiter jetzt. Und die Orks sag ich schon, und die Ents einfach weiter auf die Festung schießen lassen. Ja, rund. Hat er die auf aggressiv? Ja. Die noch nicht. So, das wird jetzt wohl GG sein. Er müsste ja die Leute noch mit drauf schicken hier, die Festung. Jo. Also jetzt hat worauf er wartet. Dass er seine Piken hier noch verliert, oder? So, hier unten also passiert halt sonst nichts. Ja, mein Tipp ist, er hat einfach vergessen, dass er die da noch stehen hatte. Ah. So, und jetzt alle zusammen. Jetzt will er erstmal den Gang hier, oder was? Hat er schon einen aggressiven Malonbaum? könnte es auch auf aggressiv stellen. Ja. Also Dark hat halt nichts mehr. Das ist die Festung noch. Vielleicht hat er noch einen Baumeister in einem der Tunnel stehen. Aber das war's. Ja. Nö, nicht mal das. Alle Baumeister tot, nur noch die Festung ist übrig. Man muss nur die Festung fokussen und dann ist das Spiel vorbei. Ah, es kommt ein Baumeister jetzt. Ich will dann auch hier. Na, jetzt dadurch die Ends verliert, weil der Feuertraube vorher rauskommt. Nein, ich glaube, es langt nicht, der bildet zu langsam aus. Jetzt hat er auch alle auf aggressiv. Doch, der Feuerdrache kommt noch raus. Hat er jetzt eigentlich den Baumeister weggekriegt? Nein. Unterer Rand der Karte. Weiter nach rechts. Genau, da rennt er. Was macht der? Warum? Wo sind die Ents hin? Weiß es nicht. Da. Die Festung ist auf jeden Fall wegklatschen. Allein wegen Fähigkeiten. Und dem Feuerdrachen. Und weil dann das Spiel vorbei wäre. Feuerdrache sitzt da. Will jetzt erst alle Gänge hier zerstören, oder was? Sieht's nicht. 4 Minuten hat er noch. So schlecht die Ding? Aha. Jetzt kommt der Feuerdrache. Wird jetzt wahrscheinlich einmal hier Inferno und da fallen zwei schon um. Ja, Baumbart ist einer davon. Und jetzt muss er einfach mit dem Typen aber auch weggehen. Ja, schade. Hat sich aber trotzdem schon irgendwo gelohnt. Da haben wir so Rohstoffe bekommen. Ja, hat hier jetzt noch ein Ork-Höhle alle. Der gewinnt, hat jetzt Zeit gewonnen. Baumeister. Noch ein Baumeister. Vielleicht, ja, er versucht halt jetzt wahrscheinlich irgendwie noch über die 30 Minuten jetzt zu kommen, weil Ghost es nicht geschafft hat, es zu beenden. 3,5 Minuten hat er noch. Und schon alleine deswegen hätte ich die Festung eingerissen. Also oben kommt er halt ungesehen überhaupt nicht mal lang. Was macht ein Ghost jetzt? Ändert das jetzt? Die Festung ist aber auch schon fast wieder vollständig repariert. Wenn er den Drachen aus irgendeinem Grund da wieder rausbekommt, dann macht er die anderen Ends auch noch platt. Oh, Tom. Ja gut, Tom macht aber nicht genügend Gebäudeschaden. Als wenn, ob es langt, wenn er hier was hinbaut oder ob der Troll zu nah ist. Jetzt geht er drauf. Jetzt noch 2 Minuten. Und hat er jetzt die Reiter. Ja, okay. Es langt gerade. Endet das Spiel in Minuten, damit endet das Spiel wahrscheinlich bei 29 Minuten irgendwas. Warum hat er auch noch? Obwohl? Halt dieser Gang muss er halt finden. Und seine Reiter bewegen sich nicht. Naja, er findet ja auch den anderen Gang nicht. Ach, da oben dürft das sehen, eigentlich durch den Malonbaum. Jetzt hat er ihn gesehen und wir sind in der letzten Minute vor 2:1. Reiter machen sich auf den Weg, aber nicht... Hat er das jetzt doch gesehen und schickt die Ents drauf. Und er baut direkt daneben noch was. Um Zeit zu gewinnen, auf jeden Fall eine gute Idee. Er wirft aber nicht auf die Hocke, wirft auf den Troll. Da oben hat er es jetzt eingerissen. Letzte Bastion ist hier unten. 15 Sekunden noch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und damit ein Punkt für Sir Dark. Jetzt wird es wahrscheinlich auch egal sein. Ja. Sein Baumeister verliert, er hat in einen Punkt. Also es hängt vielleicht jetzt auch davon ab, ob er daneben dem Urlaub mitgelaufen ist. Wenn die beiden wissen, dass jetzt das Unentschieden gekommen ist, dann dann kann Dark einfach resigniert haben, aber kann auch einfach sein, dass er jetzt festgestellt hat, ne? Wegen sich hier. Der ist doch nicht ganz geklebt. So, jetzt Game Over bei 30 Minuten 41. Das heißt, es ist ein 2:1 für Ghost. Er hätte es halt viel früher beenden können und 3 Punkte sich sichern können. Jo. Aber hat er nicht gemacht und so ist der Dark noch über die 30 Minuten gekommen und hat sich einen Punkt abgesnackt. Auf jeden Fall. Also es war an sehr vielen Stellen von beiden einfach zu langsam. Ich glaube, Darky hätte da bei der ersten Aktion mit dem Riesen schon einiges machen können, wenn er einfach seine Orks mitgezogen hätte. Orks an der Front rein und dann von der Seite mit den Riesen auf die Produktionsgebäude. Also auf die Einheiten, Produktionsgebäude und oder Festung. Selbst wenn er seine Orks dabei eingebüßt hätte. So oder so, er hätte definitiv entweder die Einheitenproduktion behindert oder er hätte die Festung kaputt bekommen. Das wäre ein wesentlich besserer Trade gewesen, als halt einfach die Riesen dort sterben zu lassen. Weil Ghost, der war am Anfang halt zu passiv, er hätte halt mehr von der Map sich holen können. Und früher halt rein und später, wo er vor der Festung stand, hätte er das halt viel früher beenden können. Ja. Das sind so die zwei Sachen. Ja. Und damit war das die Mittwochsfolge. Und ja, schaut morgen wieder bei Black vorbei. Und bis dann. Ciao. Ciao.